Warum ist klare, offene, ehrliche und direkte Kommunikation so unglaublich wichtig in der heutigen Zeit? Punkt 1, weil wir permanent verarscht werden. Und zwar seitens der Politik, seitens der Medien. Politiker und Politikerinnen können sich nicht offen und ehrlich ausdrücken. Ihre Kommunikation ist immer taktisch und strategisch motiviert. Im Hintergrund laufen schon Absprachen und nach vorne wird dem Volk irgendetwas verkauft. Ihr habt es gemerkt, es sind unterschiedliche Narrative, also Dinge, an die wir glauben sollen. Das sind Geschichten, die man uns erzählt. Und je öfter man diese Geschichte sendet ins Bewusstsein der Menschen, umso eher werden diese Geschichten zu Selbstläufern. Denn irgendwann werden die Rezipienten, also die diese Geschichte aufgenommen haben, sich das für wahr angenommen haben, das natürlich auch als Wahrheit vertreten. Also umso besser, denn dann braucht man gar nicht mehr diese große Macht der Medien, sondern man hat die kleinen Ameisen, die diese Botschaften und diese Narrative, diese Stories, die Geschichten verbreiten. Das funktioniert in jedem Bereich so. Wenn du dir die Influencer anschaust, ist es ja nichts anderes. Wenn ein Produkt oft genug von mehreren Influencern als das Produkt des Jahres gehypt wird oder den Haarreif, den du unbedingt brauchst in irgendeiner Zielgruppe, dann wird das irgendwann viral. Es verbreitet sich eben wie ein Virus. Wir damals in unserer Branche der PR und Kommunikation haben natürlich darauf geachtet, dass gewisse Dinge viral gehen. Also wir haben virale Kampagnen inszeniert. Aber wir wussten ja, dass wir es nur inszenieren. Und das ist eigentlich genau das, was wir jetzt auch überall sehen. Es werden Dinge inszeniert, die über die Kette der Menschen sich weiter verbreiten. Das ist so ähnlich wie ein Kettenbrief. Bloß, dass das Ganze nicht ungefährlich ist. Wenn ich jetzt ein Modestück inszeniere, egal ob die Passform scheiße ist, ob es eigentlich in echt total bekloppt aussieht, wenn ich das, wie wir damals, gut bearbeite, wir hatten, glaube 20 Leute, die an den großen Macs damals schon saßen, Brüste kleiner und größer gemacht haben, Arme länger oder kürzer, Beine länger oder kürzer, Taillen schmaler, also die Models, die abgelichtet wurden, die wir dann im Original die Bilder gesehen haben, waren natürlich nachher nicht mehr das, was sie mal waren, sondern sie waren angepasst auf das Hochglanzformat, was die Marke XY haben wollte. Diese Inszenierung, okay, kannst du sagen, ist auch nicht ganz ungefährlich, weil die Leute dann animiert werden, etwas zu kaufen, was eigentlich gar nicht so toll ist. Aber so ist das nun mal in der Marktwirtschaft und beim Marketing. Ja, also man inszeniert Produkte. Bei der Politik, das sind ja vom Volk gewählte Menschen, da geht es auch um Inszenierung. Sie inszenieren sich im Moment sehr gerne selbst. Aber sie folgen natürlich auch irgendeinem, ja, einem Ziel oder sie sind eingebunden in ein System, von dem das Volk nicht unbedingt etwas weiß und sind hier geschult worden, wie sie sich in der Politik zu verhalten haben. Und diese Menschen, die jetzt gerade aktuell Politik machen, sind ja nicht diejenigen, die aus der Wirtschaft kommen, die, ja, sage ich mal, erfahrene Führungskräfte sind. Und die wirklich durch ihr Können, durch ihre Expertise, durch ihre Ideen, durch ihre Kreativität schon etwas geleistet haben, dass man sagt, wow, diesen Menschen vertraue ich jetzt, dass sie auch für unser Allgemeinwohl etwas Gutes tun, unser Land nach vorne bringen, Innovation fördern, all das eben nicht, sondern diese Menschen scheinen eingebunden zu sein in ein anderes System. Sie denken erstmal natürlich in erster Linie an sich und haben im Hintergrund, haben diese Marionetten natürlich ganz, ganz viele Menschen, die ihnen Dinge ins Ohr flüstern, die sie uns weitertragen. Das merkt man auch im Moment sehr deutlich, dass diese Menschen rhetorisch nicht gut geschult sind, kommunikationspsychologisch nicht gut geschult sind, weil sie schwimmen. Je nachdem, auf welche Moderatorin oder Moderatorin sie treffen, Moderatorinnen oder Moderatoren sie treffen. Und wenn, ja, sage ich mal, Fragen kommen, die vorher vielleicht nicht so abgesprochen waren, dann merkt man anhand ihrer wahnsinnig schlechten Kommunikation, Ausdrucksweise, sie finden auch den Punkt dann nicht mehr und an ihrer ganzen Körpersprache, dass sie hier absolut wegschwimmen. Und gut, Frau Baerbock schießt wirklich den Vogel ab, weil sie ja wirklich noch nicht mal in der Lage ist, gewisse Sätze am Stück ordentlich zu bilden und ja, Worte richtig auszusprechen. Dafür gäbe es Trainings, aber sie investiert vielleicht dann doch lieber in ihre Outfits und in ihr persönliches Styling. Naja, Ironie aus. Also, direkte, offene Kommunikation findet
bei uns Menschen gar nicht mehr so häufig statt. Auch nicht im Kleinen. Und das finde ich sehr schade. In der Schule lernt man sehr schnell, man sollte besser nicht den Mund aufmachen, damit man bei den Lehrern nicht aneckt, damit man noch halbwegs so da durchkommt und seine Note nicht riskiert. Auch wenn etwas ungerecht bei anderen wahrgenommen wird, hält man doch lieber die Klappe, damit man seine eigene Haut rettet. In anderen Formen ist es ähnlich. In Familienkreisen wird auch öfter mal so hinter der vorgehaltenen Hand untereinander und übereinander geredet, aber keiner traut sich, der Person das direkt ins Gesicht zu sagen. In Familien gibt es ganz, ganz viele Lügengerüste, so wie auf der großen Bühne unseres Lebens auch. Ja, da spielt man sich gegenseitig was vor, man hält lieber die Klappe, spricht es nicht aus und die Kinder wachsen in solchen Lügengerüsten ganz wunderbar auf, lernen, ja, dass man sich lieber was vormacht, anstatt authentisch und offen und ehrlich zu sein. Wenn ich traurig bin, sollte ich das meinen Kindern sagen und zeigen dürfen. Und sagen, okay, es hat aber jetzt mit dir nichts zu tun. Ich kann ja einem Kind ab einem gewissen Alter erklären, warum ich wütend, traurig oder wie auch immer drauf bin. Ich kann auch sogar mal verzweifelt sein. Das dürfen Kinder ja auch. Und wenn ich meinen Kindern das spiegel, dass das okay ist und dass ich mich auch mal umentscheiden darf, dass ich neue Entscheidungen treffen darf und dass ich daran nicht versterbe, ja, dann nehme ich diesen ganzen Ding auch mal den Schrecken. Und dass eine 5 kein Weltuntergang ist, sondern dass es einfach nur eine 5 ist, eine Zahl. Wir sollten also offen und ehrlich miteinander kommunizieren. Und dazu gehört, Klartext zu sprechen. Nicht irgendwas wegzulassen, nicht durch die Blume zu sprechen, nicht hier und da eine Nachricht abzusenden, womit der Empfänger dann wieder allein gelassen ist und denkt, oh Scheiße, jetzt muss ich das da rein interpretieren. Wie meint die Person denn das? Wenn du dich zurückziehen willst von einer Person, dann sag ihr das doch. Du, ich brauche im Moment ein bisschen Abstand. Ich brauche einfach Zeit für mich. Wenn du dich von jemandem trennen willst, dann darfst du auch das kommunizieren. Ich möchte mit dir mein Leben nicht mehr weiterhin teilen, aus den und den Gründen. Vielleicht hat sich die Liebe verändert. Ja, vielleicht hat sich aber auch was anderes verändert im Geschäftsleben, dass man sagt, du, ich möchte diese geschäftliche Partnerschaft oder mein Angestelltenverhältnis gerne auflösen, weil ich einer anderen Sache nachgehen möchte. Das muss man nicht monatelang vor sich hertragen und innerlich schon kündigen und ich sag mal, sich heimlich irgendwie umorientieren, sondern die offene und ehrliche Kommunikation ermöglicht deinem Gegenüber auch, dass sie oder er auch reaktionsfähig sind. Und man kann sich dann darauf einstellen. Also dieses Schwangergehen mit irgendwelchen Dingen und Abwägen, taktieren, wann bringe ich das raus und wann dies und wann das, das haben wir vielleicht alle gelernt. Das kommt natürlich auch aus der Prägung, dass das nicht so gern gesehen wurde, wenn man das ausspricht, was man denkt. Aber ich möchte euch dazu ermuntern, macht das wieder. Seid ehrlich zu euch selbst. Ihr müsst niemanden verletzen. Entschuldigung, ich bin ziemlich erkältet, indem ihr etwas aussprecht. Ihr könnt ja auch gute Worte finden, aber baut die nicht in irgendwelchen Schachtelsätzen zusammen, sodass man am Ende nach 5 Sätzen nicht mehr weiß, was eigentlich die Botschaft war. Seid ehrlich in den Botschaften, denn die Empfänger können dann auch ehrlich reagieren und müssen nicht ständig grübeln, denn das macht mürbe. Und genau das sehen wir ja auch gerade. Die Menschen werden immer mürber gemacht, indem man ihnen immer was zum Nachdenken gibt. Und wenn du im Privatleben des anderen auch zumutest, dann ist es nicht fair. Ja, also sei lieber ehrlich und direkt und mute der anderen Person, die du vielleicht wertschätzt, nicht zu, dass sie die ganze Zeit über dich nachdenkt und über das, was du womöglich meinst oder nicht meinst. Denn das kostet die andere Person Lebensenergie und das ist kein Fairplay. Und da möchte ich wirklich appellieren, lasst uns ehrlicher sein und auch gerade raus mal was sagen, auch auf die Gefahr hin, ja, dass der andere vielleicht erstmal perplex ist und anders reagiert, als wir uns das erhoffen. Aber wir brauchen nicht alles mit Ringelpiez, mit Anfassen zu gestalten und überall irgendwie so eine rosa Wolke drum zu legen, denn sie ist ja irgendwann verpufft und dann schauen wir alle wieder auf die echte Realität. In diesem Sinne, auf die klare Kommunikation.